Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Seid ihr bereit, mit mir zusammen jetzt euer Tanzbein zu schwingen? Ich hoffe es, ich freue mich unfassbar doll. Lange ist es her, wir haben endlich einen neuen Apache-Song. Habt ihr die Doku gesehen? Bitte mal ein paar Worte zu der Doku, die unfassbar, unfassbar geil war. Ich habe wirklich gelacht und ich habe auch geweint, ich habe ein kleines Tränchen verdrückt. Unfassbar coole Doku, hat mir sehr gut gefallen und da haben wir ja schon den ein oder anderen Unreleased-Song auch in der Entstehung, im Entstehungsprozess gehört. Ob jetzt der finale Song hier, fühlst du das auch einer von dem ist, werden wir gleich sehen. Ich bin super gespannt, Mann. Falls ihr neu seid, Leute, mein Name ist Flo. Wir checken jede Woche hier die besten, freshsten, neuesten Deutschrap-Hits ab. Ich habe zu Apache einige Reactions gemacht, ja, zu Treppenhaus natürlich, aber eben auch schon relativ am Anfang. Ich glaube, zu keinem Problem habe ich noch kein Video gemacht gehabt, aber nach keinem Problem zu jedem Song, der gedroppt ist, unter anderem auch zu Roller. Deswegen gebt euch die gerne, sind ein bisschen älter jetzt logischerweise schon. Und ja, ansonsten checken wir heute Nacht noch einige Sachen ab und die restlichen Tracks, die ausgekommen sind, dann über die nächste Woche. Ansonsten haben wir jetzt hier den Countdown, Freunde. Ich freue mich sehr drauf, ich habe ultra Bock und es ist wirklich immer different, wenn Apache droppt, Junge. Passiert nicht allzu oft. Wir hören rein. Junge, ich freue mich unfassbar doll. Fühlst du das auch? The Apache Band. Ivan Singer, okay. Volkan, Drummer, cool. So heißt Apache, Volkan. Hector, Bassist. Mega Keyboard Artist. Junge, Junge! Junge! Kinofilm. Platz 4-4, aber wir sitzen zu 5. Nur weil einer fährt, heißt es nicht, dass alle nüchtern sind. Holy shit. Das Lächeln im Gesicht heißt doch lang nicht, dass wir glücklich sind. Flieg in ein anderes Land. Monte würde sagen Traum. Monte würde zu der Situation sagen Traum und verliebt. Holy shit. Holy shit, ist ein Ohrwurm. Catch mich direkt. Wir waren verschlafen mit Bitches, die sich für gar nichts schämen. In Mannheim siehst du mich brav. Kaffee trinken am Hafen. Ich ficke nicht da, wo ich mich schlafen. 10 Doppelzimmer für die Jungs, das wird nicht günstig. Tatsächlich reden deutsche Rapper mir vom Blitzlicht. Prominenz in meiner Suite, die Fenster blickt dich. Sie hören meine Lieder, doch es stört mich, wenn sie mitsingen. Wow. Wie zu Gott, wenn das Geld uns verändert, dann lass. Holy shit, Bro, okay. Sehr, sehr, sehr viel Gesellschaftskritik wird hier gerade geübt und zu der aktuellen Rap-Szene. Natürlich, wie Apache sich hier auch gibt mit den ganzen Girls, ist halt nicht Apache, so wie wir ihn kennen, logischerweise. Krass, Mann. Sie fühlen meine Lieder, doch es stört mich, wenn sie mitsingen. Fand ich auch sehr stark, Bro. Wie zu Gott, wenn das Geld uns verändert, dann lass uns ein Leben lang arbeiten. Richtung Sternenhimmel. Betet zu Gott, wenn das Geld uns verändert, dann lass uns ein Leben lang arm. Auch eine unfassbar gute Zeile. Fühlst du das auch? Oh shit! Diese Kippenkratzen kratzen so wie damals, Bruder. Fühlst du das auch? Ich fühl's komplett, muss ich sagen. Die zweite Mische schießt direkt in deinem Bart, Bruder. Fühlst du das auch? Boah! Holy shit. Ey, it do be like that, Junge. Es ist halt actually so. Das können sich Leute nicht vorstellen vielleicht, oder auch nicht jeder. Aber Rapper, Musiker, whatever, Leute werden for real, wenn sie im Auto fahren, so verfolgt. Es ist so, Junge. Es ist einfach so. Und auch, also, es ist halt actually so. Das ist echt krass, Junge. Fast verlieren, aber am Ende dann doch. Junge, dieser Beat ist wunderschön, dieser Beat ist wunderschön. Ich glaube, am Anfang war der Producer Track von Jumper auch zu hören. Produziert von Jumper und Bauer. Junge, Jumper macht auch Jumper fucking Mac Jump, Junge. Leben heute so, als wenn wir gestern schon gestorben sind. Mit Sonnenbrille von der Bühne in den Moschpit. Seit meinem letzten Deal will jeder in die Family. Doch wir küssen keine Herzen mehr, wir brechen sie. Mama packt mir Capri Sonne, nein, bis ich zurück bin. Doch sie passen nicht mehr in den Kühlschrank von meinem Rücksitz. Wie holy shit krass ist dieses Musikvideo, Mann. Bei Apache, man muss auch gerade bei den neueren Tracks, finde ich, 3, 4, 5 Mal gucken, hören und Lyrics gucken, um alles zu checken. Weil, wie gesagt, da steht immer sehr, sehr, sehr viel Gesellschaftskritik drin und sehr, sehr viel hinter dem Text, den man vielleicht gar nicht so direkt checkt. Krasses Video. Krasses Video. Real Talk, Junge. Das ist eben dazu zu diesen ganzen, die Follower kaufen und so. Was bringt es dir, wenn von diesen 100.000 Followern dich nur 100 kennen? Nichts. Nichts.
krass, Mann. Wie zu Gott, wenn das Geld uns verändert, dann lass uns ein Leben lang an. So einen Wangenkuss von Apache würde ich auch nehmen. Sag ich, wie es ist. Fühlst du das auch? Ich fühl das, Junge. Boah. Krass, Mann. Auch können wir darüber reden, dass hier wirklich viermal gerade Apache steht und es nicht komisch aussieht irgendwie? Boah, dieser Beat ist insane. Ich mag den Fahrradcharakter von Apache. Holy shit, das war alles in seinem Kopf drin. Junge. Also wirklich Shoutouts an den Creative Director, an alle, die an diesem Musikvideo dran beteiligt waren. Das ist wirklich Next Level Shit, was Apache hier liefert. Das ist krass. Which Apache do you prefer? Alle. Ich mag alle. Aber am liebsten den Fahrrad-Apache. Den Fahrrad-Apache im Polunder. Das ist mein Lieblings-Apache. Den prefere ich. Kommt noch was am Ende? Kommt eine Ankündigung noch vielleicht für irgendwas, was... Ah, hätte man auch noch mal hier eine kleine Ankündigung machen können für Mixtape, Album, whatever. Ey, krass, Mann. Ganz wichtig, wie gesagt, bei Apache, habe ich ja eben schon gesagt, checkt auf jeden Fall die Lyrics ab. Da steckt sehr viel hinter den Texten. Es ist für mich halt aber auch ultra schwer, jetzt alles direkt zu checken, wenn ich hier in der Action bin und einfach gerade auch gehypt bin, das erste Mal das zu hören, so wisst ihr. Aber er vermittelt immer krasse Werte irgendwie. Beziehungsweise übt halt Kritik oder sagt einfach seine Statements. Und man sieht ja auch, man hört ja auch, dass er anders ist als die Masse in der deutschen Musikbranche aktuell. Ultra krasses Musikvideo gewesen, Millionen Euro gefühlt gekostet wieder, heavy gewesen auf jeden Fall und vom Beat her und von der Hook her ist es auf jeden Fall, es ist ein Ohrwurm, Junge. Wir haben natürlich diese 80-90s Elemente drin, so ein bisschen diese, keine Ahnung, was, ich hatte so Knight Rider, Tron, Legacy, Vibes im Kopf irgendwie, krasses Ding gewesen und ist auf jeden Fall der nächste Ohrwurm. Es gibt keinen Apache-Song, der nicht stuck in your head ist. Ich sag's, es ist geil geworden. Ich freue mich sehr auf die weiteren Sachen, die jetzt hoffentlich demnächst dann kommen werden von Apache. Und Statement auf jeden Fall nochmal zu der Doku, wie gesagt, in die Kommentare. Ansonsten geben wir uns jetzt gleich noch die anderen Tracks, die rausgekommen sind. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt bitte so fresh und gut aussehend wie immer, ja. Und ja, dann sehen wir uns. Ciao.